Seid ihr ja schon. Oder bist du ja schon wieder? Bei meiner kleinen Spielrunde Heroes of Might and Magic, wo wir uns so langsam Richtung der Zauberer bewegen. Und ich möchte mich auch so langsam in die Offensive begeben. Mal gucken wir mal, wo wir hier unten lang kommen. Okay, da ist schon ein Blauer. Der hat eine Horde von den Gargoylen dabei. Mit ihm gehen wir einfach mal diese Richtung. Ein bisschen aufzudecken. Wo wir noch nicht rangekommen sind. Na, er verpieselt sich. Da tut er auch ganz gut daran. Da ist er. Aber ich wollte eigentlich zu dem da, genau. Da ist noch ein bisschen Schwefel. Oh. Das sieht doch gut aus, dass wir da noch was einsammeln könnten. Was hat der Blaue davor? Decken wir es noch ein bisschen auf. Okay. Okay. Dann hätten wir da schon runtergehen müssen. Ich decke da trotzdem noch ein bisschen auf. In der nächsten Runde. Aber dann werde ich einen Sprung machen. Das Gold brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen die ganzen Ressourcen eigentlich gar nicht. Was haben wir denn hierfür noch einen Held? Einen Barbaren, den nehmen wir doch. Braucht noch Truppen. Männer. Echt jetzt. Ich brauche noch Truppen. Du kommst dahin und der kommt in die Mitte. Wo haben wir dich jetzt rekrutiert? Da, aber wenn du schon da bist, dann nimm doch das Zauberbuch auch noch mit. Brauchst du schließlich noch einen Helden, der weiter uns verstärkt. Gut, jetzt tasten wir uns mal ein bisschen vor. Okay, 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 da ist alles weg, denke ich. Oder? Ah, ich mach trotzdem einmal den Hüpfer. Ich mach trotzdem einmal den Hüpfer. Dafür sind sie da. Dann haben wir auch schon den ersten Kampf. Na, jetzt kommen wir da nicht hin, oder wie? Oder was? Oder wer? In dem Untergrund hier, oder was? Verlangsamen, Berserker, Feuerball. Das bringt doch alles nichts. Da nicht hoch? Ja. Nur wegen der Pfütze? Haben wir tatsächlich einen Troll verloren? Spießträger fallen immer mehr, nur weil ich die Obelisken haben möchte. Furchtbar. Eins. So hohe Verluste. Aber an sich sieht das ganz gut aus, so langsam. Ich glaube, man kommt da schon rein. Das werde ich jetzt einmal testen. Dimensionstor. Das wird auf jeden Fall da irgendwie in der Ecke sein. Du schnappst dir das Gold. Und dann...
Könnte da unten noch ein Obelisk sein? Ja, da ist noch einer. Okay, dann musst du erstmal hier hinlaufen. Hier holen wir die jetzt auch noch ab. Ganz langsam. Okay, da sind Zauber. Aber ich glaube, jetzt kommen wir doch noch nicht bei ihm rein. Da kommen wir bei ihm rein. Ist hier noch was? Sehe ich jetzt nicht. Er ist der flinkere von den beiden. Dann könnten wir doch noch 128 von denen mitnehmen. Die sind ja noch nicht so schlecht. Erstmal müsste er wieder ganz runter. Ach Mist, da bin ich jetzt zu weit. Macht aber nichts. Da sind wir schon gleich bei der ersten Burg. Die sollten wir ganz schnell einnehmen. Okay, jetzt holen wir uns erstmal können wir da schon sehen, was drin ist? Nein, aber da ist eine gewaltige Streitmacht drin. Ich hatte ja jetzt einmal das. Na, noch nicht. Okay. Gleich. Ich werde erstmal jetzt mit meinen anderen Helden noch ziehen. Und dann. Ja, hier ist erstmal schon wieder eine neue Woche. Hab ich gar nicht so mitgekriegt. Macht ja nichts. Aber Moment. Die 5 sollte man auch noch mitnehmen. Jeder zählt. Jetzt werden wir das Spiel einmal sichern. Dann möchte ich mich nämlich schön hinteleportieren, dass gar keine Chance hat. Leider weiß ich nicht, was drin ist. Was hat. Kann ich den da sehen? Lava? Nee, was ist denn das für eine Burg? Ach, das ist das schon Burg Alama? Jetzt schon die Endburg? Das wäre ein bisschen früh. Sind aber nur 5 Drachen. Da hätte ich ihn auf jeden Fall ziemlich stark überrascht. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, dass das Spiel dann schon vorbei wäre, wenn ich Burg Alama erobere. Vor allem, dass es so schwach ist, vor allen Dingen. Da ist ja nichts drin an der Burg. Außer hier 53 Minotauren. Ich glaube, der hat damit einfach noch nicht gerechnet, dass ich da komme. Weil das kommt doch sehr überraschend, glaube ich, für ihn. Ich auch mal da bin. War jetzt schon, das wäre jetzt so einfach hier. Ich kann mir das echt noch nicht vorstellen. Dass das jetzt so einfach gewesen sein soll. Was haben wir denn verloren? 8, 4, 3, 6. Wissen plus 1. Ne, war es doch noch nicht. Was ist der denn? Mehrere. Okay, wir können noch in die Burg und das sollten wir auch machen. Und da ist Dimensionstor drinne. Und noch 2 Drachen.
tausche ich gegen die hier ein. Sonst ist da noch so einiges drinnen. Greifen, ich muss auf jeden Fall Verteidigung drinnen lassen. Bevor ich mich weiter bewege. Ja, ein bisschen Platz sollte sein. Das ist in der Tag, okay. Aber wir hätten schon mal Burg Alama erobert, das Ziel, aber die wollen halt den Haupthelden noch, dass wir den kriegen. Haben jetzt den ersten Eingang uns verschafft. Wir beenden den Zug. Und die springen hier fröhlich durch die Ecke. Wir haben jetzt, können jetzt natürlich auch fröhlich durch die Gegend springen. Und jetzt erstmal Ressourcen wegnehmen. Ist ja auch wichtig, da oben. Vor allen Dingen die Goldmine. Aber das läuft jetzt erstmal, das gucken wir erstmal. Ah, da kommt er. Da kommt er. Mehrere, viele Gruppe. Attacke. Er kämpft jetzt wieder mit Paralyse. Auf jeden Fall seine Streitmächte sind nicht so stark, wie ich sie erwartet hätte. Habe ich denen zu wenig Zeit gegeben? Attackiere ich zu früh? Das könnte es vielleicht sein. Boah. Das ist ein Zauber, den hasse ich. Das ist so ein Zauber, den hasse ich wie die Pest. Dieser Zauber hat uns 12 Paladine gekostet. Boah. Boah. Da war aber ordentlich was. Das war ein starker Held von ihm. Reichweite zu Lande. Nochmal 750 Gold mehr. Und dann noch plus 4 Zauberkraft. Boah, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Dann machen wir doch mal ein bisschen Dimensionstor. Jetzt haben wir ja... Gehen wir mal hier. Zack. 1000 Erfahrungspunkte. Obwohl, das wäre jetzt Verschwendung. Oder auch nicht. Wir wollen ja weit kommen. Dann machen wir nochmal einmal. Dann kommen wir richtig schön weit hier rein. Und dann können wir in der nächsten Runde gegebenenfalls zur Goldmine hüpfen. So, das Laufen erspare ich mir mit ihm in der nächsten Runde und hüpfe dann auch einmal runter. Achso, hier haben wir noch gar nicht die Magiergilde zu Ende ausgebaut, obwohl es könnte. Gucken wir, was für Teleport, das ist auch nicht schlecht. Aber das wird noch richtig heftig. Das wird noch richtig heftig. Er wird jetzt seine Lakaien in unsere Richtung schicken. Kann ich mir gut vorstellen. Boah. 3 plus Sternchen. Wahnsinn. Das Dimensionstor hat nichts gemacht. Das heißt, wir können uns richtig weit bewegen. Was haben wir denn da noch? Dimensionstor. Oh, können wir uns dahin bewegen? Feini fein. Was haben wir da? Mehrere, viele, viele Gruppe. Okay. Den schnappen wir uns. Da ist auch schon die nächste Burg. Haben wir hier den Zauber Teleport dabei?
Natürlich nicht. Natürlich nicht, haben wir beschleunigen? Verlangsamen haben wir. Bringt nix. Ah, war klar, dass der jetzt Paralyse macht. Er wird gleich garantiert wieder Armageddon machen. Wenn er merkt, dass er keine Chance hat. Den Drachen springen wir. So, ich muss mal. Fällt mir gerade ein. Magie bannen. Vorwärts. Ja, mach noch mal Paralyse da drauf, du Spacken. Machen wir noch mal Magiebann. Ich verliere meine komplette Reiterschaft, weil ich meine Paladin nicht bewegen kann. Jetzt. Mein Drachen lasse ich außen vor. 29 Reiter, heimlicher Schild des Schutzes, Medaille der Tapferkeit. Und noch Verteidigung plus 1. Holla die Waldfee. 9, 10, 8, 12, also das ist ein super starker Held. Mittlerweile. Na, die Burg steht auf jeden Fall noch nicht sicher. Wie lange noch? Okay. Gehen wir mal bisschen weiter runter. Dahin. Barock. Vulkania. Okay. Genau, mit ihm wollte ich ja jetzt auch mal einen Dimensionssprung machen. Dann machen wir den gleich hier hin. Können wir uns ja schon mal hier hin bewegen. Haben uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit erspart. Und gucken mal, was der Blaue jetzt macht. Etwas, was mir nicht gefällt, da kam ich nicht mehr ran. Ich glaube nicht, dass ich die Burg so verteidigen kann. Da ist er einfach zu mächtig für. Ich lass ihn kommen. Für was anderes habe ich keine Ahnung. Dafür sind die Drachen einfach zu mächtig. Man sieht ja, wie stark die sind. Ich könnte nicht einmal richtig Parole bieten, dann macht er noch Zauberei und dann ist es vorbei. Dass ich die erstmal zurückgeholt. Mehrere, viele, Massen, Massen. Ich möchte mir aber eigentlich die Burg erstmal wieder zurückholen. Das mache ich, glaube ich, auch. So. Und wissen wir jetzt? Okay, nach unten. Wofür haben wir ein Dimensionstor? Weil so viele sind ja nicht drin, ne? Und gleich ist der nächste Tag.
Ja, mein Reiter, der ist fällig, das weiß ich auch. Der hat doch dagegen keine Chance. Ich werde einmal Rüstung auf meinen Paladin machen. Es war aber klar, dass er Paralyse macht. Aber das ist auch die Herausforderung. Das mache ich ja auch mit Absicht. Rache überspringe ich. Macht er gerne Paralyse-Zauber. Hat er allerdings mit Paralyse angefangen? Kann ich... Ach, der ist jetzt dran. Okay. Geben wir meinen Soldaten auch nochmal Rüstung. Also wenn ich mir Tauren platt. Ich lasse wieder Paralyse auf mich wirken. Kampf der Titanen hier. Weg ist er. Relativ kleine Verluste und das ist meine Burg wieder. Okay, jetzt muss ich natürlich erstmal die Runde hier ein bisschen abwarten. Aber er hat seine Minen oben schon mal verloren, das ist gut. Lassen wir erstmal die laufen. Die kommen jetzt hier an. Da war ich ein bisschen schneller, okay. Dann warte ich jetzt vielleicht die Runde erstmal ab. Ah, er holt sich jetzt die Minen wieder. Aber dafür ist jetzt auch Wachstum. Da können wir jetzt ordentlich... Was heißt ordentlich? Naja, ein paar Truppen müssen wir wieder reinstecken. Haben schon mal 4 Drachen wieder. Das wird alles nicht so einfach. Okay. Was hat denn... Johnny denn dabei? Mehrere, viele Massen. Es steht da mehrere, viele, mehr Gruppe. Das war eben noch ein ganz anderer. So, ne? Sorpigal. Hm? Verstehe ich nicht. Viele Massen. Hm. Er kommt auf jeden Fall jetzt mit einem Helden in diese Richtung. Da irgendwie. Ja, ist jetzt die Frage, was mache ich? Dimensionstor. Ich will den Helden da oben erstmal vernichten. Wo ist er denn da? Mit 3 Sprüngen dahin. Was du kannst, kann ich auch. Dann machen wir Paralyse da drauf. Hat er ein Beschleunigen gegeben, auch nicht schlecht. Ja, ist klar, er macht Paralyse. Kann ich aber auch wieder Rüstung machen.
Ah, ich hab den Drachen verloren. Oh, die haben auch noch. Der hat auch noch Glück. Der hat das Glück. Oh. Der nervt. So. Drachen mache ich platt, weil der gefährdet mir zu viele. Paralyse kann ich bei dir auch machen. Nasse ist mir die Faxen dicke. So. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Nochmal verteidigen plus 1. Mehrere, viele, mehrere Gruppe. Ich glaube, diesmal hole ich sie mir. Ich hoffe es zumindest. Ich speichere vorsichtshalber einmal ab. Weil das wird doch ein schwerer Kampf. Die 8 Drachen. Aber er kann wenigstens nicht zaubern, das macht auch schon einiges aus. Da hat er ein paar Gegner weniger. Den ziehe ich mal dahin. Weil er wird mit seinen Drachen garantiert auf meine fliegen. Meine sind ja immer ein bisschen stärker durch den Grund meines Helden. Jetzt geben wir meinem Paladin ein bisschen Rüstung. Der muss jetzt die Drachen fertig machen. Und Attacke, das müsste es gewesen sein. Zweite Burg ist unser. Der Verlust eines Paladins. Hier ist auch, boah, auf Dimensionstor drin, ne? Hier sind nochmal 4 Drachen drin. Ein bisschen was zur Verteidigung. Kann er hier reinpacken. Das ist schon mal gut. Jetzt sind wir auch schon wieder fast pleite. Blenden ist gut. Sturm, naja. Nicht beschleunigen oder Teleport. Muss ich hoffen, dass von da keiner erstmal kommt. Das sehe ich leider nicht. Wir haben eine neue Woche. Können wir uns ein bisschen weiter verstärken mit ihm. Na, ah, ich habe kein Geld mehr, okay. Na, er kommt schon wieder. Er ist schon wieder dabei. Wo ist er denn? Mehrere, viele, Horde, Horde. Er kommt noch nicht ganz ran. Hatten wir da Verteidigung eingestellt? Ja, na ja. Dann hüpfen wir mal dahin, würde ich sagen. Wo ist er denn? Da. Dimensionstor. Ja, gehen wir dahin. Ist ja eh wieder ein bisschen runter, genau. Oh, sind wir ein bisschen zu tief. Aber den Kampf werden wir im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaltet bitte wieder ein und lasst doch mal einen Daumen nach oben.